Hosenbürschkens präsentiert Sport in Düren und der Region. Ihr Hosengeschäft für höchste Qualität und Top-Beratung. Wir führen Mode für den Herrn und neuerdings auch für die Dame. Wir sind zu finden in der Marktstraße 7 in Jülich, direkt neben Intersport. Wir kommen zum nächsten Spiel in der Kreisklasse A. Ein Aufsteigerduell in der Woche für den Tabellendritten aus Hambach. Am Donnerstag Titz zu Besuch, heute hoch um Stammeln. Zwei starke Aufsteiger in einer Woche, in einer englischen Woche für den Hambacher Spielverein. Mehr zum Spiel heute mit dem Trainer, und zwar Dirk Lehmann. Guten Abend. Ja, schönen Abend. Ja, man ist mit großer Freude jetzt wahrscheinlich beim Bierchen, aber die Woche war schon sehr anstrengend. Eine englische Woche, wie gesagt, und zwei Aufsteiger, Titz und Hochumstammeln. Das sind ja schon zwei Kaliber, sag ich mal, wo Hochumstammeln ja weit, weit, weit vorne liegt, ne? Ja, definitiv. Also man muss ganz einfach sagen, dass beide Mannschaften, sowohl Titz als auch Stammeln, ja, sehr, sehr gut aufgetreten sind hier bei uns zu Hause. Und wir es immens schwer hatten, da aus den Spielen dann auch Punkte hier zu lassen. Das muss man ganz einfach sagen. Ja, man hat natürlich gewisse Ambitionen beim Hambacher Spielverein. Man will sich oben festsetzen unter den Top 5. Man ist mit dem besten Willen dabei. Wenn man das Spiel heute sieht gegen Hochumstammeln, da war man wahrscheinlich überrascht von der frühen Führung in der dritten Minute schon durch Hochumstammeln. Ja, das Problem ist, wir haben die ersten drei Minuten wirklich gut gespielt. Wir haben angefangen, wir hatten die Bälle ganz gut nach vorne gebracht, ja, und ja, mit dem ersten Angriff von Hochumstammeln haben die dann wirklich einen super Angriff gefahren und ja, und ein richtig geiles Tor gemacht. Ne? Der passte genau und da war nichts mehr zu machen für den Keeper. Und da war schon ein schönes Tor, muss man sagen. Wie hat der Trainer denn, Dirk Lehmann, diese Situation verdaut, zu Hause nach drei Minuten schon im Rückstand zu liegen? Ja, individuelle Fehler, ja. Wir müssen den Ball ganz klar klären. Ja, mein Abwehrspieler verlässt sich da auf den Torwart, obwohl der Torwart gar nichts da machen hätte können. Das war absolut ein Fehler von meinem Verteidiger und ja, da muss ich einfach den Ball klären und das sage ich auch immer wieder, ich muss auch mal in der Lage sein, mit meinem schwachen linken Fuß den Ball zu klären, ja, vor allem wenn ich eher am Ball bin und dann immer mit diesem scheiß Außenriss da, rechten Außenriss da zu spielen, ja, hat dann heute wieder das bestraft worden und ich hoffe, dass die jetzt irgendwann mal das mal lernen und annehmen, was ich denen dann sage, ne? Weil das ist schon, ja, schon bitter, wenn man aus so einem einfachen Fehler dann ein Tor kassiert. Ja, aber als alter Profi muss man natürlich schon hin und wieder schon mal von den Amateuren, sag ich mal, zur Kenntnis nehmen. Aber sie haben es ja gut umgesetzt, schon vier Minuten später den Ausgleich durch den Marvin. Aus welcher Situation hat er diesmal den Ausgleich erzielt? Ach, ein wirklich guter Pass von Suat, der den Ball in die Schnittstelle reinlegt. Der Marvin nimmt sich mit und schließt dann ab und wirklich ein tolles Tor von ihm, also richtig gut gelaufen. Der Junge ist auch in den letzten Wochen wirklich gut drauf und belohnt sich jetzt auch jedes Mal für seinen Aufwand, den er betreibt. Ja, man weiß aber, die Hochumstammler, die haben eine super starke Offensive. Das ist ja so ein Trio, was vorne, sag ich mal, sich gegenseitig die Bällchen zuspielt. Und Philipp Sattler ist ja mit allem Wasser gewaschen, auch die Mannschaft dementsprechend immer taktisch gut eingestellt. Und Andreas Schumacher hat ja bereits nach einer halben Stunde wieder, sag ich mal, die Führung erzielt. Ja, das war genau so ein dänischer Fehler, wieder zum 2-1. Wir haben einen Ball, der wird in die Abwehr von uns gespielt. Der Schumacher läuft aus dem Strafraum raus mit dem Rücken zu meinem Tor und wir machen ein dummes Foulspiel da, ja, was ich überhaupt nicht machen brauchte. Und aus dem Freistoß trudelt der Ball dann halt durch alle Mal durch und geht dann in die lange Ecke rein. Ja. Ob da noch einer dran war, habe ich nicht gesehen, aber da muss man einfach verteidigen. Das war A, ein dummer Freistoß, den wir da weggegeben haben und B, muss ich so einen flachen Ball nicht verteidigen. Dann war Halbzeit, dann wurde der Trainer Dirk Lehmann natürlich in der Kabine gefordert. Man wollte natürlich die Heimbilanz nicht abgeben. Was hat man denn als Trainer zu seiner Mannschaft gesagt, wo man ja in der englischen Woche schon, sag ich mal, am Donnerstag viel Kraft gelassen hat?
um die zweiten 45 Minuten, sag ich mal, mit Erfolg abzuschließen? Ich war laut. Das ist ein Derby. Und wenn die Leute dann nicht so ein Derby annehmen, ja, dann verstehe ich nicht, warum ich da auf dem Platz stehen muss. Also in so einem Derby muss ich alles geben. Und das hat Stammeln in der ersten Halbzeit gemacht. Die waren klar bei Weitem besser als wir. Ja, die hatten dann verdient, auch noch ein weiteres Tor zu machen. Und wir waren einfach zu weit weg. Wir haben keinen Druck aufgebaut. Wir haben zu viel Standfußball gespielt. Und in einem Derby, da erwarte ich einfach von meiner Truppe, dass die Gas gibt. Das habe ich denen auch gesagt, klipp und klar, weil das war einfach zu wenig. Und dann bin ich froh, dass wir aus der Halbzeit gekommen sind. Und wir waren präsenter. Wir haben auch direkt Druck gemacht. Und die Stammler hatten dann ein bisschen Probleme, dann ihr Spiel, was sie dann in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt haben, dann weiterzuspielen. Ja. Aber dann muss man ganz einfach sagen, dann muss ich auch sagen, so ein Spiel hat natürlich auch immer so Phasen, wo wir ein bisschen Glück haben. Wenn Stammeln dann letztendlich die Konter besser fährt, dann ist das Spiel viel, viel früher entschieden. Ja, muss man auch ganz einfach sagen. Man hat ja in der 46., 60. und 64. Minute ausgewechselt. War das jetzt schon, sag ich mal, in der Kabine besprochen worden, diese Wechselstatuten, oder war das verletzungsbedingt? Naja, das Problem ist, ich wollte wechseln, aber dann verletzt sich einer, denn das habe ich, dann musste ich halt umstellen. Und dann wollte ich eigentlich ganz anders wechseln und dann musste ich wegen einer anderen Verletzung musste ich dann nochmal andersrum reagieren. Und der dritte Wechsel dann, der war dann noch schon auch gewollt. Allerdings der Junge, der dann auch raus musste, war auch angeschlagen, konnte nicht mehr weiter. Und dementsprechend hatte ich dann drei Auswechslungen und drei verletzte Spieler hier am Rand jetzt. Ja. Mal schauen für das nächste Spiel. Die englischen Wochen dementsprechend lassen Federn, aber in der 75. Minute Marvin Germes zum Ausgleich, Torgarant, exzellent. Wie hat er es denn wieder geschafft, jetzt den Ausgleich zu schaffen? Ja, wie gesagt, wir haben gedrückt, wir haben schon Risiko gespielt. Ich habe dann hinten ein bisschen die Abwehr aufgelöst und wir haben dann ein bisschen mehr Zugriff gekriegt, haben dann aus der zweiten Reihe geschossen, der Ball wird abgeprallt und und Marvin ist im Moment gut drauf und belohnt sich dann. Und das 2-2, verdient, will ich jetzt nicht unbedingt sagen, ja, aber wir haben schon viel Aufwand betrieben. Ja. Man muss sagen, die hatten ein bisschen Leid nach dem Spiel nicht, weil die haben schon alles dafür gemacht, um eigentlich die drei Punkte sich mitnehmen zu dürfen. Ja. Das muss ich denen ganz einfach gestehen. Ja, 4 Punkte in der englischen Woche ist so eine gute Bilanz. Kommt man jetzt wieder in den alten Rhythmus zurück oder hat man noch solche Härtewochen vor sich? Ja gut, ich musste jetzt heute nochmal kurzfristig umstellen, weil Jonas Hamacher dann krank wurde. Jetzt habe ich dann am Mittwoch dann in Birkesdorf einige Leute wahrscheinlich dann nicht dabei, die aus dem Studium heraus nicht da sein können. Einige, die jetzt angeschlagen sind, da müssen wir mal abwarten, wie die Verletzungen bis dato dann wieder regenerieren. Und schauen mal. Ich will auf jeden Fall 11 Leute auf den Platz schicken können. Das ist definitiv Fakt. Hat man denn das Ziel, am Ende der Saison den Platz 3 zu festigen? Ja, das wäre super. Also, wie gesagt, letztes Jahr Vierter. Wenn wir dieses Jahr Dritter werden würden, wäre das natürlich super. Ja, aber man muss ganz einfach sagen, die Stammeler, die sind schon stark. Und meine Mannschaft hat nur eine Chance, den dritten Platz zu festigen, wenn wir außerhalb einfach besser sind. Und das sind wir in den letzten Wochen einfach nicht. Wir verlieren zu viele Spiele auswärts. Und deswegen hatten wir auch von vornherein auch nicht das Ziel, wieder aufzusteigen. Weil wir wussten ganz einfach, dass wir da ein bisschen noch dran arbeiten müssen. Aber ich hoffe, dass wir jetzt in den nächsten Spielen da ein bisschen konstant in den Auswärtsspielen hinlegen können, dass wir da auch mal Punkte mitnehmen können. Und dann ist das Ziel, was ich jetzt eigentlich den Jungs vorgebe. Ne? Dirk Lehmann, Hambacher Spielverein, englische Woche, 4 Punkte. Vielen Dank und schönen Abend. Gleichfalls.